Einen wunderschönen. Da bin ich auch schon wieder, euer Odin. Und wir machen jetzt noch die Bewertung. Ihr habt ja schon von mir in der normalen Gameplay-Review eine Bewertung gehabt. Jetzt mache ich sie nochmal mit Blue. Und da kann man sich halt ein bisschen besser ergänzen. Und zwei Meinungen sind immer schöner als eine, finde ich. Also für mich ist Yu-Gi-Oh! Ein richtig schönes Spiel, vor allen Dingen. Hier hat man eine Story. Die Story ist halt wie im Spiel, also wie in der Serie. Und man kann halt hier wirklich sämtliche Karten gewinnen. Man kann richtig megamäßig Deck aufbauen. Blue hat es ja, der macht ja, ja naja. Und ja, Blue hat es ja auch schon gesuchtet, wie so ein Bescheuerter. Und man kann halt auch, das Gute daran ist, meiner Meinung nach, dass Yu-Gi-Oh! Ein zeitloses Spiel ist. Das kann man immer und immer und immer und immer wieder spielen. Nicht nur die Story oder so, um einfach mit gegen Kaiba, gegen Yugi oder was weiß ich. Davon mal ganz abgesehen. Wenn man sein Deck zusammengestellt hat und man hat so ein, zwei Decks für die verschiedenen Fälle, ja, die man sich so zusammengestellt hat, wo man sagt, Mensch, das ist eher ein Magie-Deck, das ist eher mehr ein Fallen-Deck, das ist eher ein Monster-Deck, das ist eher mehr ein Krieger-Deck, das ist eher ein Zauberer-Deck oder was weiß ich. Oder in meinem Fall, ich will das nordische Deck haben. Ja, dann hat man so seine Decks und dann kann man seine Decks auswählen und man kann halt gegen alle möglichen Gegner weltweit spielen oder Freunde. Und dadurch ist es meiner Meinung nach ein sehr zeitloses Spiel, was man immer und immer wieder spielen kann. Wenn man es jetzt zum Beispiel eine Weile nicht gespielt hat, ist immer schön, das mal wieder zu aktivieren und zu sagen, ach, lass mich mal jetzt eine Runde online daddeln oder lass mich mal dit und jenes machen. Und also ich finde es sehr schön und die 19,99 €, die es im Store kostet, ist es auf jeden Fall wert, ist meine Meinung. So, jetzt lassen wir den Blue zum Wort kommen, mal gucken, was der Blue dazu sagt. Ja, wie gesagt. Auch wenn er schon so anfängt. Ja, wie gesagt, Odin. Alles Gute, schön, was du sagst. Aber du musst auch mal ein paar Kritikpunkte nennen. Nicht nur immer das Schönste von allen. Ja, das Spiel. Odin soll ja redet gerne das Spiel immer ein bisschen schön. Obwohl es immer so kleine Ecken und Kanten gibt. Ecken und Kanten gibt es in jedem Spiel. Ja, was. Also das Positive, was ich jedenfalls in dem Spiel sehe, Story hat es mehr als genug. Man kann die ganzen Yu-Gi-Oh! Serien nachspielen, also sprich die wichtigsten Duelle. Und man braucht kein Das. echtes Geld für Karten ausgeben. Man kriegt Punkte und dadurch kann man sich Karten holen. Ist doch positiv. Ich dachte, ich bin an Bord. Entschuldigung, ich wollte es ja nur mal erwähnen. Ich wollte es ja nur mal erwähnen. Ja, wie gesagt, Serie, Story, Pipapo. So, dann halt, wenn man ein Duell gewinnt in der Story, Beispiel Yugi gegen Kaiba, wenn man das Duell gewinnt, gibt es eine Umdrehung. Also sprich, man kann die Story etwas anders da gestalten, dass zum Beispiel Kaiba gegen Yugi antritt und gewinnt. Ach, das, was du letztens Oder erzählt hast, genau. Das habe ich, so weit bin ich noch nicht, aber da freue ich mich schon drauf. so, so viel zum Thema Story, also sprich Kampagne. Multiplayer, ja, das hat man wahrscheinlich jetzt am besten gesehen. Es gibt so Verbindungsprobleme und alles pipapo. Das Da aber können heute, das die. aber nur heute. Also gestern, wo wir gespielt haben, oder vorgestern, da war ja gar nichts. Da haben wir ein paar Runden gespielt und es ging immer einwandfrei. Ja, es gibt trotzdem immer so Probleme mit Verbinden. Da könnte Konami zum Beispiel mit den Servern mehr raushauen, aber naja, ich sag lieber nichts Schlechtes über Konami, weil ich denke mir nur mal teil. So, dann halt kommen wir jetzt zu den Karten. Also sprich Deck und Pipapo. Ich weiß, was Egal ob kommt. man gewinnt oder verliert, man kriegt Duellpunkte. Achso, das. 100 oder so um den Dreh ist, wenn man verliert. Und über 1000, wenn man halt gewinnt. So, mit dem, sag ich mal, Ingame-Geld, was das da ja ist, kann man im Kartenshop
sich Booster kaufen von verschiedenen bekannten Duellgesichter. Zum Beispiel von Opa, von Kaiba, von Yugi, von Mai und. So, wenn man einen Booster gekauft hat, ist wie im richtigen Leben. Man erhält 8 Karten, ist in einem Booster drin und eine seltene Karte. Und ich finde auch gut, dass jede einzelne Karte dort vorhanden ist. Sei es zum Beispiel vom Kino, zum Beispiel Remedy des Lichts und so, oder von der Serie Oikalkos und so Sachen. Ist alles mit dabei. Selbst auch die ägyptischen Götterkarten, alles mit Ja, dabei. das habe ich spüren können. So, man kann ja wieder mal wie beim anderen Yugi-Spielen sein eigenes Deck machen, erstellen, bearbeiten und. Und die Auswahl ist in Massen. Also, das hat fast keine Grenzen. So. Jetzt Jetzt, kommen wir ja zum. ich weiß, was dein Kritikpunkt ist, was nicht bei mir ein Kritikpunkt ist. Wir hatten uns ja schon drüber unterhalten. Ja, mein Kritikpunkt, Animationen. besser gesagt zwei Kritikpunkte, wie der Odin schön in seine Stimmlage gebracht hat, sind halt die Kampfanimationen. Es gibt meiner Meinung nach zu wenig, aber man hätte durchaus mehr einbauen können. Jemanden, der das gefällt, okay, jemanden, dem das nicht gefällt, könnte man per Option ausschalten. Was bei Ja, den gut. anderen Yugi-Spielen auch ging. Also ich bin kein Oder. Freund von diesen Animationen. Ehrlich gesagt, ich will einfach nur meine Karten packen und will dann sehen, dass was passiert und dass mir Punkte gut geschrieben werden, dem anderen abgezogen werden oder sonst irgendwas dergleichen. Reicht mir aus. Ich brauche keine Animation, ehrlich gesagt. Aber hast du recht, für die, die es haben wollen, hätten sie ein paar mehr drin machen können und dann per Option an- oder abschalten. Ja, gut, könnte ein kleiner Kritikpunkt sein. Für mich ist es nicht, weil ich es nicht brauche. Ja, du nicht, aber du musst ja quasi für andere denken. Ist ja meine Meinung. In meiner Gameplay-Review sage ich ja nur meine Meinung. Ja, schon. Ja, okay. Ja, und der andere Kritikpunkt ist halt Sound. Andere mögen das, andere wiederum nicht. Das Bim, Weiß, Bim, dein Klick, Bim Klick und und das, was dich, Pipapo, das nervt dich die total. ganzen MIDI-Sounds. Mich nicht, mich nervt das nicht. Ja, aber man hätte durchaus mehr machen können. Zum Beispiel ein richtiger Soundtrack von der Serie oder sowas. Anstatt immer Oh nee, das würde Dim, mir aber Dim und total auf so. den Sack gehen. Ja, ich sag dir nur, was man hätte bei sein machen können. Ich Ah, habe wie sah das? ich hab das auch früher so gemacht, ich auf der PS1 oder PS2 oder auf der PS3. Wenn man den Sound wirklich irgendwann nicht mehr ertragen kann, ich habe ja sowieso grundsätzlich denn über PS3 auch meine Musik gehört beim Spielen. Und da sind die Sounds ja sowieso kaum noch und das ist. Naja, Man kann es auch abschalten. kann man auch, Das ist bei aber den Optionen drin, wo du gesagt hast, ja, könnte man ja einbauen mit den Animationen. Siehst du, da ist es nämlich drin. Kannst den Ton aus- und anmachen. ja, kann man auch. Nur halt, ich hätte mir andere Töne gewünscht, anstatt immer das eh dasselbe. Ich find's gut. Ich find's gut, ist wiedererkennbar, da weiß ich genau, was passiert. Fusionssound hat den gleichen Sound wie immer. Also nicht, dass es da 20 Fusionssounds gibt und so. Ich find's gut. Aber so scheiden sich die Geister. Ja, aber trotzdem für, sag ich mal, 20 Euro im PSN Store Jo. oder Xbox Live Marktplatz, denn das Spiel gibt es nur für PS4 und Xbox One, also sprich Next Gen Yu-Gi-Oh! Genau. Das ist auch das allererste. Ich hoffe, da kommt noch eins So. später. Abwarten. Aber So, echt, für ab. 19 Euro kann man nichts falsch machen, oder? Es ist ein schönes Spiel. Ja, man kann nicht meckern. Spielstunden sind locker über 20, 30 Stunden, wenn man es hin und her die Duelle macht.
Ja, aber du redest ja, du musst nur sagen, du redest von der Story. Also er redet jetzt nur von der Story. 20, 30 Stunden, nur die Story, weil man schafft ja nicht alle beim ersten Mal. Deswegen nur Story. Und dann kommt ja noch online. Das ist ja unendlich, die Stunden, die man im Online-Modus verbringen kann. Ja, aber trotzdem für 20 Euro, sag ich mal, ein PSN, Xbox Marktplatz und so, kann man echt nicht meckern, Richtig. weil Story geht lang, Kartensatz kann man fast sagen unendlich, also man hat sehr, sehr viel Vielfalt. Da gibt es teurere Spiele, die weniger Story haben. Muss man ja mal so erwähnen. So. Und wenn man damit nicht zufrieden gibt, ja, da kann man halt für, glaube ich, 5 € so eben extra DLCs sich erkaufen. Aber für echte Fans und so, okay, aber für Ich werde jemand, mir der. die nach und nach werde ich mir die kaufen. Ja, trotzdem, also. Ich finde, so wie es jetzt momentan ist, kann man sagen, ist okay. Nur die Frage ist dann, später, das machst du ja eh nicht mehr. Aber was für eine Benotung, also was für eine Note wirst du in das Spiel überhaupt geben? Spielzeit ist gut, ist sehr, sehr gut. Online-Modus ist auch sehr gut. Es ist einfach und schlicht gehalten, was mir sehr gut gefällt, also auch sehr gut. Also ich habe eigentlich nichts, was ich da zu bemängeln habe, weil das alles so, wie ich mir das Yu-Gi-Oh! Wünsche. Es ist, die scheiß Animationen sind weg. Gut, ein paar sind drinne, ja. Aber naja, okay, damit kann ich leben. Sind die klassischen Standard-Sounds drin, wie in allen anderen Yu-Gi-Oh! Spielen, für Fusion, Kartenpacken und so. Schlicht und einfach. Das Brett ist schlicht und einfach gehalten. Nicht irgendwelchen Schnickschnack, Nonsens, irgendwelchen Gedöns da außen rum, was dich vom Kartenlegen oder von allem Möglichen ablenkt. Man kann die Karten gut einlesen, man kann alle Effekte lesen, man kann wirklich super die Karten lesen, ist schön bebildert, die Schrift ist schön groß, man kann sie deutlich sehen auf dem dunklen Hintergrund. Finde ich sehr top. Also ist für mich ein rundum gelungenes Spiel für Fans. Also ich gehe davon aus, von Yu-Gi-Oh! Fans. Für Einsteiger ist es vielleicht, ihr müsst, aber dadurch habt ihr ja die Tutorials. Für Einsteiger ist es auch ja gut geeignet durch die Tutorials, weil die sehr lang sind und man sich gut rinfuchsen kann. Für mich ist es jetzt ein bisschen mit den Tutorials ein bisschen doof gewesen, weil ich gerne das Spiel spielen wollte, wie ich wollte. Ich wollte eine andere Strategie, aber das Spiel hat mir im Tutorial halt hat mir was vorgegeben, wie ich es machen soll. Und ich hätte was anderes machen wollen. Aber egal. Ist super erklärt. Also. Ja, was habe ich denn da? Gut, mit den Servern, ja, aber das ist bei anderen Spielen. Oh. Also Aber vor ich allem, würde es auf jeden Fall eine 2 geben. von wie viel? Na, von einer 6er Note. Von der 6er Note in der 2, also fast ein perfektes Spiel. Okay, Ja, aber. für mich ist es. Ich würde dem so ja auch eine 1 geben. Außen vor andere Spiele. Ich sehe es jetzt nur von der Yu-Gi-Oh! Spiele-Seite her. Und ich habe die anderen Yu-Gi-Oh! Spiele gespielt. Für die PS2 und so. Und die einzigen geilen, für mich, die einzigen geilen war das erste Spiel, was für die PS1 kam. Das für die Pocket 3 war Memories. gut. Genau. Das letzte, was für die 3 kam. Und das. Die anderen mit Dissolution of the Rose und Duell-Kapsel-Monster-Scheiße, das fand ich alles nicht so toll. Das sind meine. Also, so mag ich's. Ich hab mein Spielbrett, ich kann hinpacken, fertig, aus. Die ganze Schnickschnack, alle drumrum, der ganze Döns ist weg. Find ich geil. So muss es sein. So ist es schön. Perfektes Yu-Gi-Oh! Ich hab jetzt extra eine 2 gesagt, weil. Ja, weil du gesagt hast, hier mit den Animationseffekten, dass das viele vielleicht stören könnte. Mich stört's nicht, ehrlich gesagt. Aber gut, man könnte das halt komplett abschalten und so. Aber sonst, für mich ein rundum gelungenes Yu-Gi-Oh! Ich kann mich nicht beschweren. Okay, wenn du sagst, fast perfektes Yu-Gi-Oh! Spielen alles mögliche. So. Ja, Story, Pipapo, alles auch okay. Kritikpunkt halt Sound, Animation. Aber was mir noch eingefallen ist, weil du hast ja die Story nicht weitergespielt. Noch Du bist nicht? ja ziemlich am Anfang. Genau. Aber ich habe ja mal die Texte mal die ganze Zeit durchgelesen, wo da aufploppten.
Manche sind okay, aber alter Falter, ey, da haben sie wirklich mit der Übersetzung Ja, die lese ich nie. dramatisch gespart ohne Ende. Die lese ich nie. Die habe ich alle überblendet. Das ist nicht mein Ding. Ich will nicht, Ja, wenn ich ein aber Yu-Gi-Oh! ja, Spiel aber spiele, gut, für die Neuankömmlinge ist es was, die lesen das vielleicht. Aber für mich, ich will einfach nur die Kämpfe machen. Ich will da nicht lesen. Ich will da. Deswegen finde ich es gut, dass hier keine Videoanimationen sind, wenn Yugi mit Kaiba quatscht und dann irgendwelche Sprechblasen aufploppen oder so. Einfach nur Bild Yugi, Bo Bild Kaiba, bisschen sprechen, was ich schnell wegblippen kann und dann geht's los zum Ja, Kampf. Odin, du, aber andere lesen sich auch die Texte gern durch, weil Ja. die Texte sind normalerweise aus der Serie. Nur da haben die Entwickler wahrscheinlich gepennt, weil das wurde so schlecht übersetzt, manche Stellen. Ey, ich habe da einen Kraus bekommen. Die Man hat. Story kenne ich, also die Serie kenne ich in- und auswendig. Ich habe die erste Staffel von Yu-Gi-Oh!, also die ersten Yu-Gi-Oh!-Folgen, das normale mit Kaiba und Yugi und so, die haben sie so oft auf RTL 2 wiederholt damals. Da habe ich so oft geguckt. Och, hör mir auf, da kann ich schon teilweise die Folgen nachsprechen. Ja, okay, aber von der Benotung her würde ich es dem Spiel Was gibt's eine hier? 3 Minus geben. Minuten. Ich gebe eine 2, also ich bin damit zufrieden. Ich finde es schön, so wie es ist, ist schön. Gut, ich habe die Sprechblasen nicht durchgelesen, müsste man mal machen. Wenn das wirklich so ist, dann werdet ihr vielleicht ohne einen Kritikpunkt. Aber mich stört das nicht. Ich will sowieso nur meine Kämpfe machen und bin dann zufrieden. Und das Ja, wie gesagt, erfüllt das Spiel komplett. drei Minus, jedenfalls von mir, wäre der Umfang nett. Und die lange Kampagne und alles, hätte ich dem Spiel locker eine 4 gegeben. Wenn es wirklich ein kurzes Spiel gewesen wäre und alles Mögliche für 20 €, hätte ich dann locker eine 4 dann gegeben. Weil das wäre dann quasi eine Schweinerei, wenn du mich fragst. Nö, die Spielzeit bei Yu-Gi-Oh! Ist eigentlich immer sehr lang, weil der 3 war ja auch schon ziemlich lang. Gut, Leute, dann wartet. Der Blue und ich haben unsere Meinung gesagt. Ich finde es, für mich ist es schön. Endlich ein Yu-Gi-Oh! Auf der PS4, wo ich schön Karten packen kann. Und schön schlicht. Ich mag es halt. Yu-Gi-Oh! Mag ich halt nicht so mit diesen ganzen Klimbim außenrum, will ich nicht haben. So, aber echt, jetzt wart. Ja, aber bevor du beendest, Ja. könntest du wiederum auch sagen, was die Zuschauer von dem Spiel halten. Die können Ach auch so. ihre Meinung in die Kommentarbox Ja, das schreiben. machen sie ja meistens sowieso. Also, habe ich ganz vergessen. Einfach unten in die Kommentare. Ich bin ja auch mal neugierig, was die meisten dazu sagen. Und ja, ich werde dann auch logischerweise antworten, so wie ich Zeit habe. Und ja, dann würde ich jetzt hier echt mal beenden, wa? Weil wir haben hier schon wieder knapp 18 Minuten gequatscht. Also erstmal verabschiedet sich Blue. Okay, dann tschüss. Und ich sag Ahoi.